Ich hätte da gerne mal ein Problem und das nennt sich Speer der Barbaren. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in diesem Gottheit Let's Play mit den Portugiesen auf Bermuda Archipelago, der wunderbaren Map von Eisdrache, die ich im Multiplayer-Event mit Writing Bull gespielt habe im Dezember 2023. Jetzt ist 2024, wir beginnen ein neues Let's Play, das viel auf Wissenschaft und Handel stehen und betrieben sein wird. Mit den Portugiesen, mit Johann dem Dritten. Ja, und ich habe in der letzten Folge so einen kleinen Fauxpas eingebaut. Hier diese barbarische Galeere, die war hier am Vorbeifahren. Ich wollte mit meinem Schleuderschützen mal gucken, was sie so tut. Hab genau den Punkt aufgegeben, sodass ich hier einen Schatten erstellt habe in der Karte. Und darin bilden sich ganz gerne mal barbare Außenposten. Insofern, herzlich willkommen zur neuen Folge mit den Portugiesen Let's Splinter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für die, die es noch nicht gemacht haben, Abo-Knopf nicht vergessen zu drücken. Sind mittlerweile relativ viele neue Gesichter dabei. Freue mich wirklich sehr über alle, die da regelmäßig reinschauen und auch mit mir Civilization 6 genießen. Wir müssen hinterher. Das ist so das Thema gewesen der letzten Folge und das werden wir jetzt hier natürlich machen. Ich habe den schon einmal attackiert. Zieht er mir hier in den Südwesten weg, müssen wir ganz, ganz schnell hier in diese schmale Passage am Ponta do Pico vorbei. Denn wenn der uns hier spätestens entdeckt, boah, dann müsste ich schon mindestens hier stehen, damit das barbarische Dorf nicht informiert wird, dass es hier räubern kann in Lissabon. Die Stadt ist nicht in Gefahr insgesamt, aber wir müssen doch gucken, dass hier nichts passiert. Insofern gilt der Fokus drauf. Interessant, dass der Vulkan aktiv wird. Er kann jederzeit ausbrechen. Das zerstörte Barbarenlager ist leider noch nicht das hier unten, sondern hier oben haben wir eins bekommen, 30 Gold on top. Wir ziehen hier mal gemütlich zurück und haben ein Pantheon, was wir auswählen können. Das haben wir, weil wir hier auf dem Räucherwerk gesiedelt haben. Evora, unsere zweite Stadt, gibt uns einen Punkt. Außerdem natürlich in der Regierungsform die Gottkönigkarte mit einem Glauben. Deshalb haben wir zwei pro Runde gesammelt und können jetzt das Pantheon wählen. Ihr fragt euch sicherlich, warum in der Wirtschaftspolitik zum Geier hat der schon so früh im Spiel zwei Karten zur Verfügung? Können wir uns gerne angucken. Johann selbst ist dafür verantwortlich. Wobei, nee, Johann, nicht Quatsch. Was erzähle ich? Unsere Geheimgesellschaft. Wir gucken auf die Gouverneure. Wir haben die Eulen der Minerva freigeschaltet und die Initiation sorgt dafür, dass es, ihr seht es ganz in der Mitte in der zweiten Zeile, einen Wirtschaftspolitikplatz hinzugibt. Und den habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Der Bonus, den es dahinter noch geben wird, können wir uns gerade auch nochmal anschauen. Der ist doch viel besser. Jeder Handelsweg zu einem Stadtstaat gewährt einen Gesandten vor Ort. Das wird schon interessant sein zu sehen. Samarkand hat leider nichts an der Küste, aber Wolin können wir ansteuern, wenn es soweit ist und wir den ersten Händler haben. Ist noch nicht der Fall. Wir entdecken gerade die Karte für uns. Und das machen wir jetzt mal ein gutes Stück mehr, indem wir die Galeere fortbewegen. Dann kümmern wir uns um den Pantheon-Grundsatz. Oh, und schaut mal da. Das ist sogar eine Quadrime. Und wir haben eine Sicht mehr. Das heißt, wir sehen drei weit. Und ich glaube, die sieht uns noch nicht. In dem Zusammenhang würde ich gerne einmal hier rüber und dann auch schon wieder zurück, weil die Quadrime uns echt gefährlich werden kann. Wenn die hier hochzieht, dann wird die uns gleich sehen, dann wird die Lissabon attackieren. Insofern haben wir echt sofort ein bisschen Trubel und wir brauchen viel an Schiffen. Das war jetzt nicht so dahergesagt. Hier oben wird die nächste Galeere nämlich produziert in Evora. Kümmern wir uns aber um den Pantheon-Grundsatz. Da nehme ich euch jetzt mal so ein bisschen mit. Ich husche da immer durch, weil ich natürlich immer auf den Fruchtbarkeitsriten bin mit dem zusätzlichen Handwerker. Das gäbe es auch noch. Die Frage ist, ist irgendwas? Ich sehe hier noch die Meere irgendwo. Ja, eine Produktion durch Fischerboote wäre natürlich ziemlich gut. Also Fischerboote gäbe es ja an jeder erdenklichen Stelle hier. Fände ich ganz interessant. Gerade mal schauen, ob sonst irgendwas Interessantes dabei ist. Des Flusses. Ob wir so viele heilige Stätten bauen, ist halt die Frage. Produktion für Wunder. Weiß ich nicht. Sumpfoasen, Wüstenschwemmland haben wir nicht so viele. Fischerboote ist klar, das wählen wir mal aus. Die Weiden. Lager, Steinbrüche. Götzenbilder sehe ich uns nicht machen. Gott der Handwerker. Strategische Ressourcen, Plantagen. Nee, es sind tatsächlich nur die Fruchtbarkeitsriten oder Gott des Meeres. Und ich glaube, bei. Ja, wir brauchen nicht so viel Glauben. Geothermische Risse und Vulkanerde plus zwei Glauben. Nee, wir gehen auf die Produktion durch die Fischerboote. Auch weil wir
relativ viel natürlich mit den Feldern hier machen werden wollen, weil wir ziemlich viel Wasserfelder innehaben werden. Also da bin ich vor allen Dingen jetzt gerade mal überlegen, Fischer, na, wir haben die noch nicht angeschlossen, aber das folgt ja jetzt mit dem Handwerker. Doch, doch, wir gehen auf den Gott des Meeres, haben das Pantheon. Mystik bekommt den Fortschritt. Der Außenhandel, da könnten wir jetzt natürlich sofort reinschlagen. Ich versuche mal hier oben weiterzugehen, weil mit der Inspiration werden wir den Außenhandel hinzubekommen. Ich muss natürlich jetzt ein Stück weit weiterkommen und hoffe, dass das Schiff hier unten nicht in unsere Richtung zieht. Das werden wir jetzt sehen. Wir haben viel zu beachten. Hier oben auch mit dem Speer. Also das ist eine relativ entscheidende Runde. Mal gucken, was passiert. Und wir können ja schön relativ weit rauszoomen. Wo ist die Quadrime? Die ist nicht da. Das ist gut. Wie alleine lasse ich hier die ganze Geschichte? Oh, und wo? Ah nein, er ist noch... Er ist hier rausgezogen. Boah, das macht er auch nicht lange. Attackiert er uns? Dann haben wir es. Das wäre super. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Speer hier reinzieht. Was macht der Speerkämpfer? Attackiert er uns oder gibt er uns das Geschenk? Die Frage ist, wie ziehe ich jetzt? Ich ziehe hier rüber. Ich möchte gerne den Außenhandel erkunden. Ich bin mal ein bisschen mutig an der einen Stelle. Das Problem könnte hier oben einfach entstehen. Es kann sein, dass wir gleich voll auf die Schleuderschützen gehen werden müssen. Es ist relativ günstig, weil hier kann nicht mehr als eine Einheit durch. Das ist ja schon mal gut. Und trotzdem nicht so angenehm. Er zieht wieder rein. Ja, und das ist jetzt ein Riesenthema. Frühes Reich, Inspiration. Das bekommen wir, weil jetzt schon auf 6. Ah, insgesamt, okay, 4 und 2. Das ist eine Vollkatastrophe. Wir attackieren sofort. Weil ich komme hier nicht mehr rechtzeitig hin. Bekommen hier die Fischerboote. Das gibt sofort viel Produktion. Haben es ja gerade eben gelernt. 4 Nahrung, stark. Die Galeere kommt in 7 Runden oben. Ja, und ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir nicht zur Sicherheit jetzt schon mal auf den Schleuderschützen gehen. Und das gerade mal tauschen. Die Bogenschützen werden auch irgendwann gut zur Verteidigung der Insel zu brauchen oder zu benötigen sein. Eine Runde für die Bewässerung. Die gibt uns dann die Möglichkeit, Kaffee anzuschließen. Übrigens in 2 Starten, Geländefeldern. Und jetzt ist die Frage, was passiert hier und wie schnell spawnt das Ganze? Oh, sehr schön, wir bekommen Hilfe vom Krieger. Tausende haben. Und jetzt ist mir alles lieb. Also die Frage ist, attackieren wir? Ich denke fast schon. Weil er wird auch drauf gehen. Und wir sollten die Runde überleben, würde ich mal behaupten. Und wir gehen hier ganz langsam vorwärts. Oh, sehr schön. Und hier ist eine Zivilisation. Ausgezeichnet. Im Idealfall ist es noch ein anderer Kontinent. Dann habe ich nämlich gewonnen, was die Inspiration des Außenhandels anbelangt. Bewässerung ist durch. Ich möchte gerne relativ zügig Richtung Hafen. Die Frage ist, ob wir mal hier die Pferde und alles andere dann noch... Ja, wir könnten jetzt Richtung Tierzucht und Bogenschießen gehen. Und jetzt darf hier nicht was allzu Starkes entstehen. Gar nichts entsteht. Ausgezeichnet. Das Problem ist, wir kriegen das Gold jetzt nicht, ne? Wenn wir jetzt hier reingehen. Na, wir kriegen es so oder so nicht. Egal. Ist mir komplett egal. Bogenschießen-Bonus. Können wir auch gleich befördern. Ja, jetzt lernen wir erstmal eine Stadt kennen. Ist das Hamarubi? Oh. Wir finden die Maya. Wakchanil Ajao sagt Hallo. Ehre, sie kennenzulernen. Gastfreundschaft, klar. Wir finden Uxmal. Und Heureka gibt es obendrein. Und ist da der neue Kontinent gewesen? Erstmal hier ein Bonusdorf. Maya-Reich. Technikbonus für die Schrift. Ein Zeitalterpunkt. Und sofort eine Handelswegkapazität freigeschaltet. Relativ militärstark. Wir schicken sofort die Delegation. Freundschaft der... Nee, das klappt noch nicht. Leider nicht. Oh, da ist der... Ja, sehr gut. Da ist der Außenhandel. Eins vorgerückt noch. Sehr wertvoll. Dann gehen wir... Ah, eine Runde. Okay, dann gehen wir da trotzdem jetzt drauf.
Und sehr schön auch, es ist eine Stadt an der Küste, wobei das in der oder auf der Map hier mit den vielen kleineren Inseln sehr wahrscheinlich auch einfach ist. Was bedeutet, dass wir einen Handelsweg dahin etablieren können, sobald es soweit ist. Insgesamt gut für uns. Wir ziehen hier runter. Ja, wir sind verbunden, so sehe ich das auch. Wundervoll endet. Ja, und wie gesagt, hier jetzt leider das Geld nicht abgegriffen. Jetzt die Händlereinheit freigeschaltet. Können wir einen kaufen? Wir brauchen jetzt eigentlich den Schleuderschützen momentan nicht. Switchen das wieder um. Händler in 5 Runden. Händler kostet auch nur 175. Das sind schon 2, ne? 2 Handelswegkapazitäten zur Verfügung. Ich denke, wir produzieren einen danach. Mit der Galeere. Schleuderschütze erstmal weg. Galeere bleibt... Bleibt die Galeere drin? Warum mache ich momentan eine Galeere? Vollkommener Quatsch eigentlich. Hier oben ist ja auch eine. Und dann geht's auf den Händler. Und der hier unten ist super. Schon wieder ein... Oh, stark. Hier oben der nächste Posten. Den haben wir gerade erst ausradiert. Na, sorgt dafür, dass wir uns gut trainieren können. Hier befördern wir uns gerne. Finden Taruga, auch am Wasser gelegen. Politische Philosophie freigeschaltet. Ganz einfach deshalb, weil wir 3 Stadtstaaten kennen. Und jetzt können wir es uns fast aussuchen. Mit dem frühen Reich gehen wir hier sicherlich einen guten Weg. Ja, wir brauchen jetzt so ein bisschen was, was uns hier die Bonusdörfer abgreift. Ich kann jetzt die mal markieren. Gibt noch ein paar schöne Boni zu gegebener Zeit. Der Handwerker im Übrigen. Der macht das gleich. Ist allerdings auch hier gefährlich mit dem Schiff, was wir gesehen hatten. Aber wir haben hier die Reichweite, beziehungsweise die zusätzliche Sichtweite. Gerade hier nochmal gucken, bei Porta do Cerco. Plus eine Sicht für unsere Einheiten hier in Portugal. Sehr, sehr wichtig. Gerade auf dem Meer. Könnte uns den Hintern retten. Stonehenge ist schon gebaut. 10 Runden. Wir haben nur 7 Zeitalterpunkte. Das ist relativ wenig. Bleiben hier einmal stehen. Rücken vor, Speerkämpfer hier wieder voraus. Ja, und hier die nächste Fischerbooteinheit. Astronomische Navigation. Die gibt uns hier jetzt schon die Inspiration, das Heureka. Um den Hafen zu gegebener Zeit schneller zu bauen. Jetzt noch ein Naturwunder finden und wir wären gut dabei mit der Astrologie. Schrift können wir jetzt auch schnell reinhauen. Boah, es geht relativ viel. Ich würde jetzt gern schon fast hier rüber gehen. Jagdlager und Weiden bauen. Vieh, Schafe und Rehe. Haben wir hier irgendwas, was wir derzeit brauchen? Oder anbauen könnten? Hier oben sind zwar Schafe, ansonsten bin ich da aber noch ziemlich tiefenentspannt. Hier die Galeere des Maya-Reiches. Ich hoffe, dass die uns irgendwann mögen werden, weil die sind militärstark. Oh. Wir finden Kublai Khan aus der Mongolei. Auch da die Gastfreundschaft nehmen wir gerne an. Oh, hat sich hier voll auf der Insel niedergelassen. Noch ein Zeitalterpunkt. Was ich noch gucken wollte, gerade mal schauen. Na, Eulen der Minerva auch hier bei den Maya. Das müsste eigentlich für ein sattes Plus sorgen. Ja, der erste Eindruck war zwar schlecht, aber ansonsten passt's. Er hat noch keine Geheimgesellschaft. Delegation wird natürlich sofort entsandt. Wir wollen es friedlich angehen in diesem Let's Play und in dieser Reihe. Zeitalterpunkt mehr, aber immer noch erst 8. Das ist nicht sonderlich viel. Jetzt sind wir schon bei 3 Handelswegkapazitäten. Ja, und dann würde ich gerne jetzt hier rüber und mutig mit dem Handwerker mit seiner einen Aktion hier draufziehen. 5. Bürger gleich da. 7 Runden zur Ausdehnung. Den Kaffee könnten wir gut gebrauchen, um den zu verkaufen. Ich glaube, das Feld hole ich mir mal dazu. Ja, dann ist die Frage wirklich, ob der Handwerker nicht hier sofort modernisiert und diesen Bonus hier unten erstmal weglässt, weil uns das bestimmt 10 Gold pro Runde geben wird und natürlich schneller zu erreichen ist. Und die Frage ist, ich glaube, ich ziehe nach Osten weiter. Find hier die Galeere. Frage ist, attackiert die uns? Vermutlich schon. Doch umkehren können, durchaus.
Handwerker zieht nach oben. Wir werden hier attackiert. Ich ziehe mal von dann und versuche noch andere Städte zu entdecken. Vielleicht lässt er von uns ab. Hier verschanzen wir uns wieder in den Regionen des Waldes und haben die Möglichkeit, jetzt hier das eine Feld hinzuzukaufen. Und werden hier gleich modernisieren in der nächsten Runde und dann können wir es sofort verhökern. Relativ stark hier, die Maya. Naja, verfolgt uns tatsächlich nicht. Decken noch ein weiteres Stammesdorf. So, einmal hier die Plantage bitte. Und mit der Plantage müsste es eigentlich doppelt vorhanden sein. Ja, oh, und bekommen 14 Gold pro Runde von den Maya. Besten Dank. Und das ist schon, also über 100% plus an Gold pro Runde, was wir hier auf einmal dabei haben. Und haben hier, sehr gut. Ah, das war auch eben das Heureka. Haben jetzt hier die zweite Einheit, beziehungsweise die zweite Galeere, damit den Schiffsbau. Boah, das ist relativ stark. Damit können wir hier oben relativ schnell vorankommen. Hafen, ein Thema, zumindest bald. Und hier heilen wir gerade mal kurz aus, komplett. Frage ist, was ist jetzt in Evora das, was wir tun wollen? Noch eine Galeere brauchen wir momentan sicherlich nicht. Ich denke, es geht so langsam Richtung Händler. Vieler Händler. Noch ein Siedler für in die Mitte. Sehe ich nicht. Mir fehlt da noch ein bisschen das Wachstum in der Stadt. Gehen hier auf den Händler. Und die Frage ist, wenn hier der Händler durch ist, ob wir auf den Siedler gehen. Galeere lasse ich hier mal außen vor. Auf den Siedler, um dann hier im Osten die nächste Stadt zu setzen. Weil das natürlich viele Handelswege Richtung Uxmal, Karakorum und ähnliches. Auch Taruga ist hier schon frei vom Weg. Bedingen wird. In einer Runde wissen wir mehr, dann ist der Händler da. Ich freue mich auf die Handelswege, das wird einfach so wahnsinnig mit Portugal später werden. 25 Gold pro Runde schon jetzt. Und wenn wir jetzt noch einen kleinen Weg starten Richtung eben genannter Städte, wobei wir das irgendwie absichern sollten, das ist noch relativ risikobehaftet. Nach Wolin wäre auch plus 9. Das ist einigermaßen sicher. Und da nicht so viel los ist. Hier der ist Gott sei Dank rausgenommen worden. Aber hier unten waren ja Schiffe. Das heißt, hier unten ist noch irgendwas. Wir fangen mal mit Wolin an. Damit sammeln wir auch die Runden. So, und das Schöne ist, wir bekommen erstens die 9 Gold pro Runde hinzu. Und wir bekommen ja auch über den Gouverneur. Jeder Handelsweg gewährt uns dort einen Gesandten. Das heißt, die Stadtstaate zu boosten bzw. anzureisen, ist keine allzu blöde Idee. Auch wenn Samarkand hier oben noch interessant wäre. Ich kann mal gerade schauen, ob wir den Weg hier freischalten, wenn wir hier hochziehen. Ach nee, Quatsch. Ist ja noch gar nicht am Wasser und hat noch gar keinen Hafen. Egal. Dann haben wir hier oben auch mal erkundet. Aber hier gehen wir nach Wolin. Bekommen hier die Währung als Heureka und hier das Feld ist jetzt hier vereinnahmt worden. Entdecken hier Copan, auch eine Stadt am Wasser. Gut so. Was nicht gut ist, ist, dass hier unten eine Galeere wartet. Wir dürfen nicht zu sehr in Galeeren hier reinrennen. Wir müssen irgendwann gucken, dass die entsprechend wieder zurückkommen. Aber jetzt sind es dann schon 34 Gold pro Runde. Und das ist schon immens. Also da können wir es brutal steigern. Gucken wir, wohin hier unten die Galeere so sinniert. Die sieht uns vermutlich auch gar nicht. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle gerne wieder umdrehen. Und von mir aus können die... Ah ne, hier können die keine Stadt reinsetzen. Ist zu knapp. Ah, wegen Taruga. Ja, ja, klar. Wenn hier noch eine Stadt hingekommen wäre, wäre es super gewesen für unser Handelsnetz. Sehen hier eine feindliche Galeere, von der wir gerne Abstand nehmen. Auch wenn wir wieder nach unten ziehen. Es ist schon relativ viel los. Es ist gut, dass der Händler hier unten erstmal unterwegs ist.
Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Luxus. Schrift und frühes Reich. Klimaanlagen ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster geschlossen und so konnten sie nicht hören, wie die Barbaren sich näherten. Durchs frühe Reich ist die Kolonisierungskarte frei. 50 Produktionsplus für die Siedler. Das finde ich relativ interessant vor dem Hintergrund, als dass wir den Gottkönig nicht mehr brauchen momentan. Das Gold sparen wir uns gerne ein. Und wir sind ja gerade dabei, einen Siedler zu holen. 50% Nachlass, sehr, sehr gerne. Zwei Gold für alle Handelswege, das wird auch nochmal ein Thema werden. Die Barbaren hier, ja, doch, mit den ganzen Schiffen und so, ich denke, da sind wir gut dabei. 100% Produktion für Marineeinheiten können wir auch noch installieren, wenn wir denn müssen. Denke ich, ist aber gerade nicht notwendig. Bauen keine Schiffe. So, jetzt sind es nur 6 Runden bis zum nächsten Siedler. Ausgezeichnet. Wir ziehen hier schön nach unten. Sehen den reichen Ozean. Noch ein Stammesdorf. Und wie gesagt, Handwerker haben wir jetzt momentan nicht mehr zur Verfügung. Müssen wir erstmal von ablassen. Oh, sehr gut. Wir können hier attackieren. Ein Krieger von Wulin ist auch dabei. Jetzt müssen wir uns nur geschickt verhalten. Und dann natürlich das Gold abgreifen. Haben einen Gouverneur zur Verfügung. Die Frage ist, ist es Magnus? Oder Pingala? Und die Frage ist eher Liang Rayner mit dem Hafenmeister. Nachbarschaftsbonus verdoppelt für Handelszentren und Häfen. Da wird Rayner auch irgendwann mal ein großes Thema, ne? Und ob Magnus hier momentan, also wir haben eh nicht die ersten beiden Beförderungen für ihn gerade übrig. So dass er sofort irgendwie Richtung Vorsorge gehen könnte. Und dann ist eher die Frage, ob wir hier... Ich glaube, wir brauchen relativ früh Rayner. Und setzen die nach Lissabon. Frühes Reich ist da. Wollen relativ schnell über das Staatsdienertum. Wir brauchen dafür einen Spezialbezirk. Einen Campus setzen. Ja. Bald. Sagen wir mal so. Allerdings ist hier noch so ein bisschen der Regenwald-Thema. Den müssen wir noch abholzen dürfen. Und dafür müssen wir hier unten über den Bergbau und die Bronzeverarbeitung. Leider Gottes und relativ zügig. 3 Barbaren. Haben wir die noch nicht? Das gibt's ja nicht. Oder doch? Doch, ne? Das ist schon ausgefüllt. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es herausfinden, zu gegebener Zeit. Wir müssen über den Bergbau gehen. Weil ich hier entsprechend, ist das beides Regenwald? Ja. Wir müssen das abholzen, um hier entsprechend den Campus draufsetzen zu können. Hier oben müssen wir gucken, dass wir dann zuschlagen, wenn wir entsprechend das Gold bekommen, indem wir das Stammesdorf der Barbaren hier entsprechend komplett rausnehmen. Na super, jetzt ist die Galeere hier. Nun gut, dann flüchten wir Richtung Westen vor ihr. Finden ein weiteres Stammesdorf. Wir brauchen echt eine Speereinheit. Das sind noch ein paar. Also hier allein 3 in der Ecke. Hier ist eins, sind 4. Hier unten war noch eines, das ist das 5. Also da wäre schon ein bisschen was an Bonus noch abzugreifen. Nein, hier werden wir jetzt nämlich genau nicht reingehen. Eine Runde noch ausheilen. Und dann mal gucken. 6 der Bürger in Lissabon gleich da. Hier entsteht eine Galeere, nicht allzu dramatisch. Und hier muss ich jetzt rein und hoffen, dass das reicht. Ob er hier angreift? Ich weiß es nicht. Es hat gereicht. 30 Gold in Zu. Ein Gesandter in... Oh, Taruga. Stark. Taruga sind wir mit einem... Gibt uns schon mal einen Wissenschaftspunkt zusätzlich. Können wir gut gebrauchen. 5% Wissenschaft in allen Städten für jede unterschiedliche modernisierte strategische Ressource im Besitz. Auch nicht schlecht für uns. Mehr Wohnraum benötigt in Lissabon. Das kann ich mir vorstellen. Stadt wächst gut. Barbarenlager zerstört 2 Zeitalterpunkte. Wie viele Runden sind es noch? Noch 2 und wir brauchen 1 Zeitalterpunkt. Direkt zu Beginn ins Dunkle ist auch relativ mies. Okay, wir wurden nicht attackiert. Noch ein Stück weit merkwürdig. Wir sind ja nicht unsichtbar. Können wir ja doch nochmal ein bisschen in die Richtung hier fahren. Wenn er uns eh nicht angreift. Galeere traut sich nicht. Die hier übrigens auch nicht. Die kommt nur mit. Freinen.
이 나라가 극심하게 분열되었을 때 혼란을 정리하고 나라에 평안을 가져온 세종이라 하오. Sehr viel Asiatisches im Spiel. Sejong sagt guten Tag. Und wir sagen, es ist die Ehre, ihn kennenzulernen. Gastfreundschaft nehmen wir sehr, sehr gerne zusätzlich in Anspruch. Gwangju, Korea, aber in Form von Sejong, einer neuen oder einem neuen Anführer wohlgemerkt, den wir hier sofort mal mit einer Delegation beehren. Freundschaft verkünden geht aber nicht. Geht ansonsten irgendwas hier? Wir beschreiten denselben Weg. Oh, wir sind sehr schön. Wir sind befreundet mit den Maya. Das trifft sich schon mal sehr gut. Die sind nämlich so stark. Wobei, die sind alle relativ stark. Ist nicht zu verachten. Gibt es auch einen direkten Weg hin? Das ist erstmal sehr schön. Ich spreche nur in Händlern, wohlgemerkt. Boah, wir haben schon relativ viel Gold. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas hier verwenden könnten. Ein weiterer Handwerker wäre interessant. Händler auf jeden Fall. Monument sehe ich nicht. In Evora. Ne, es wird auf den nächsten Händler rauslaufen. In Lissabon. Und hier oben kommt ja auch einer in drei Runden. Speer, Krieger. Können schon alle Einheiten bei uns wassern? Ich glaube fast schon. Nee, doch nicht. Der Schiffsbau ist noch nicht erforscht. Ich dachte schon. Dann können das nur die Handwerker und nur die Händler wohlgemerkt. Und ein Händler ist es, den wir uns jetzt hier holen. Der kann in der nächsten Runde aktiv werden. Naja, das ist das Problem der Maya, aber wir sind ja jetzt befreundet. Wir gucken mal gerade auf ihre Agenda. Und schauen hier mal, ob wir attackiert werden. Ich glaube nicht. Nee, der zieht ja echt von dannen. Ausgezeichnet. Eins nach dem anderen. Die Maya mit ihrer Agenda eigenbrötlerisch. Siedeln in der Nähe der Hauptstadt. Mag Zivilisationen, die weiter entfernt siedeln und mag keine Zivilisationen, die ins Maya-Territorium eindringen. Machen wir natürlich nicht. Rücken langsam vor. Handelswegkapazität freigeschaltet. Wir wollen... Boah. Wir könnten Suzerän von Wulin werden, wenn wir jetzt nach Wulin entsenden, ne? Ah, können wir von da natürlich nicht, weil es wäre ja der gleiche Handelsweg. Hier wäre es töricht, jetzt jemanden hinzuschicken. Wir würden allerdings wahnsinnig schön die Wissenschaft mit abgreifen. Nee, wir werden erstmal nach Uxmal senden. Ist ein kurzer Weg, verhältnismäßig. Ich hoffe, dass da keine Barbaren warten. Ich muss eigentlich versuchen, mit der Galeere hier jetzt erstmal ein bisschen hier aufzuräumen. Beginnen den Weg darunter. Ja, und dann attackieren wir hier mal. Verwickeln ihn in den Kampf. Hier oben haben wir das erfolgreich getan. Die Galeere ist... Boah, die ist blöd, ne? Dass die da noch entstanden ist in Wulin. Die ist wirklich blöd. Hier kommt noch was zum Vorschein. Die Frage ist, wo fährt er hin? Unser Händler ist wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg das erste Mal, dann geht's. Aber die sollten sich irgendwie verdünnisieren. Wir brauchen echt eine Macht auf See. Ah, wir haben 11 Punkte. Tatsächlich. Okay, wir sind im normalen Zeitalter angelangt. Denn in der nächsten Runde beginnt... Und die Delegation nehmen wir sehr gerne fürs Gold. Vielen Dank. 45 Gold die Runde. Na, hier werden wir sehr gut. Es beginnt die Klassik. Das war das Thema. Handelsweg entsenden, wenn Samarkand. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Bergbau ist da. Galeere ausbilden fordert Taruga von uns. Auch möglich. Ja, und hier nehmen wir jetzt entsprechend die Galeere raus. Und sind damit schon mal eins sicherer. Bid is pikija ina asnan, uburtija ina mea mala. Ilusume. Amurabi, Ikarabu. Erfüllt die Lagerhäuser mit Korn und die Brunnen mit Wasser. Hammurabi ist im Spiel. Damit, begrüßen wir auch ihn. Das sind alles ganz schön gefährliche Zivilisationen. Wir finden Eshnunna und reisen zum nächsten Kontinent, nämlich in die Antarktis. Zeitalterpunkt hinzu. Widmung auswählen. Klar, es geht Richtung freie Forschung. Nichts anderes zu beginnen, was uns irgendwie notwendig wäre. Schicken die Delegation hin in der Hoffnung. Ja, die Lehre Sänger, deswegen wird er uns
nicht so sehr mögen. Gerade mal gucken. Das ist der erste mit der fremden Geheimgesellschaft tatsächlich. Wiege der Zivilisation. Er zieht es vor, jede Art von Bezirk zu bauen und mag andere Zivilisationen, die dasselbe tun. Er mag diejenigen, die sich stark auf einen Bezirkstypen konzentrieren oder die nicht alle verfügbaren Typen bauen. Na, da könnte es uns tatsächlich ein bisschen unwohl werden mit ihm. Aber er ist relativ weit weg. Das stört mich also in erster Linie erstmal nicht. Zwei Städte sind da, der dritte Siedler kommt, die Runde schließe ich ab mit so langsam einer gewissen wirtschaftlichen Macht. Wir holen 50 Gold pro Runde knapp, das ist sehr, sehr stark, weshalb wir uns die ersten Dinge kaufen können. Was wir uns nicht kaufen können, ist der wissenschaftliche Fortschritt, der dafür sorgen wird, dass wir den Regenwald abholzen können. Das gefällt der Welt natürlich nicht, aber uns sehr, weil wir brauchen diese plus 15 Campus-Wissenschaftspunkte, die wir hier reinbekommen können. In Kombination natürlich mit einem Regierungsplatz zu gegebener Zeit. Es gibt sehr viel zu tun, um eine Wirtschaftsmacht aufzubauen. Ich habe noch so ein bisschen Angst vor all den Barbaren auf dem Wasser. Unsere Handelswege sind noch nicht gut geschützt. Das müssen wir noch verbessern. Aber ansonsten läuft doch alles erstmal ganz gut. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und freut euch mit mir auf die dritte Folge Civilization 6 mit Portugal auf Gottheit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Let's Splinter. Und macht's gut. Ciao, ciao.